Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Stranger of Paradise. Ja, ich habe mir gerade was überlegt und zwar folgendes. Wir sind ja jetzt an der Stelle hier mit der Erdhöhle oder wie es heißt, wo es ja eigentlich eine Stelle ist, an der wir vom Level her relativ, also von der Ausrüstungsstufe relativ gleich sind mit dem Vorgängerlevel, was ja sonst so gut wie nie passiert ist. Das heißt, jetzt wäre es ja eigentlich schon sinnvoll, vielleicht auch mal seine Ausrüstung abzugraden. Und da ist mir noch was anderes aufgefallen. Und zwar jetzt hier mit der Anordnung. Und da kann man hingehen nach Jobaffinität. Und da ist mir natürlich schon aufgefallen, dass ich schon auch manche krasse Jobaffinitäten hier einfach so rumliegen habe. Ich zeig's jetzt mal gerade. Ja, so ein bisschen was werde ich hier noch gerade weghauen. Was soll's? Was wir jetzt nicht tragen. Werden wir auch wieder Besseres finden. Jetzt hier 83% ein Räuber-Brustschutz, den ich gar nicht trage, wo dann, ich glaube, Faustkämpfer drauf ist, wo wir direkt 3-4 Stufen freischalten würden. Auch hier die Dinge, die sollte man eigentlich schon tragen, meiner Meinung nach, denke ich mal. Müssen wir vielleicht mal gerade gucken, ob wir da was ändern können an meiner Ausrüstung. Jetzt hier Kampfeinstellungen, gucken wir einfach mal rein. Ich drücke gerade mal hier, dass das wieder so auswählt. Ja, sieht man auch wieder sehr schön. Ja, das ist zwar alles ganz gut, ich glaube, der geht wirklich nach Stufen, Werten, die da drauf sind und so weiter, aber was er wirklich nicht gut macht, ist hinten die Affinitäten halt sich angucken. Jetzt können wir hier halt so mal reinklicken und dann gucken. Jetzt können wir hier natürlich auch genau das gleiche Spiel machen, Ausrüstungsstufe, nee, nach Affinitäten suchen wir jetzt mal hier. Hier wäre das Höchste, das, was wir ausgerüstet haben, also von der Warte her in Ordnung. Wie sieht es hier aus nach Jobaffinität? Da sieht es nicht ganz so geil aus. Gehen wir mal nach oben und dann sieht man das doch schon deutlich. Seht ihr das jetzt hier? 83%, viele Werte würden sich gut verändern. Klar, auch manche nicht so gut. Das Ding haben wir, ne, das hat jemand anderes an. Jo, oder das hier, der Räuberbrustschutz, da hätten wir Weiser oder was da ist drauf, ne? Könnten wir auch machen. Ja, machen wir es mal so. So, fertig. Ich gehe mal gerade genau auf die anderen Charaktere, was die da so ausgerüstet haben. Bin ich jetzt auf die anderen? Ah, ne. Jetzt habe ich auszusehen. Ja, gewechselt. Egal, passt auch. Gucken wir hier mal durch, ob wir da wieder affinitätsmäßig was Besseres haben. 35er Affinität, was ist das? Weißmagier haben wir drin. Hier könnten wir Rotmagier 36. Ja gut, okay, das haut mich jetzt nicht so um. So, und hier könnten wir eventuell auch wieder was Richtung Affinität oder so machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das habe ich nie ausgerüstet. Irgendwas ganz anderes. Aber da sieht man es, da gehen die Werte schon massiv runter. Krass, gehen die runter. Was ist denn da los? Was habe ich denn da ausgerüstet? Hä? Ach so, nee, ich habe wieder so ein doppeltes Teil an. Okay, habe ich gerafft. Also ein Brustpanzer mit Beinschutz. Deswegen ging das so massiv runter, weil dann 2 Slots leer sind. Aber ist auch die Frage, ist das wirklich so sinnvoll? Weil ich verliere einen Affinitätsslot, ne? Jetzt hier Räuberbrustschutz. Da sollte ich vielleicht doch mal drauf achten, vielleicht doch was anderes zu nehmen. Und ja, müsste man sich auch mal wieder genauer angucken. Ich mache es jetzt einfach mal so um den Spaß. Ich gehe mal hier auf die... Hol mir das hier rein. Jetzt fehlt mir hier der Helm. Warum fehlt mir der Helm? Achso, ist der auch weg gewesen oder was? Hol mir hier was mit Affinität rein. Ne, jetzt hat er irgendwas ganz... Achso, die Schurkenjacke. Ach, hat auch den Helm drauf. Gott, bin ich blöd. Machen wir hier irgendwas, was nur den Brustpanzer hat. Was hat denn nur den Brustpanzer? Ah, nur sowas. Okay, ach so. Okay, dadurch erklärt sich das mit den Affinitäten. Na gut, okay, dann machen wir es doch wieder so. Ey, komm, ist mir jetzt egal. Ich denke, die Botschaft ist halbwegs klar geworden, was ich damit meine. Jetzt möchte ich es nur nicht in die Länge treiben. Kann man sich dann halt wieder angucken und kann halt bessere Affinitäten aussuchen. Ja gut, egal, aber ganz so richtig war das jetzt nicht. Was wir aber trotzdem machen könnten, ist folgendes. Jetzt hier Schmied, Spezialeffekte aufwerten. Und jetzt könnt man gucken hier, was trage ich denn so Wunderschönes. Gehen wir mal hier auf meine Ausrüstung. Helm. Wo bin ich denn? Hier, check. Das Ding hier tragen mal. Die schwarze Robe. Yeah, Wahnsinn. Und jetzt könnte ich hier gewisse Sachen aufwerten. MP-Wiederherstellung und so weiter. Aber müsste ich auch relativ viel ausgeben. Zugefügten Fertigkeitsschaden. Nö, ich habe mir es doch gerade anders überlegt.
Nee, mache ich doch nicht. Ist mir jetzt zu blöd, glaube ich. Weiß ich nicht. Da vielleicht irgendwas erlittener physischer Willensschaden. Ja, es sind nicht so geile Werte jetzt drauf, die ich jetzt unbedingt aufwerten wollen würde. Fundrate schon eher. Vielleicht. Ja, wobei das auch eher Endgame-Zeug ist. Ja, wir haben jetzt ausgerechnet diesmal wenig geiles Zeug drauf. Jetzt hier Konstitution wegen mir. Da wäre ich vielleicht noch dabei. Ja, das war Konstitution auf 4 ziehen. Ja, machen wir das doch mal. Komm, was soll's. Kann nicht so krass schaden. Und jetzt hier zugefügter Schaden bei maximaler LP. Nee, blocken. Nee, auch nicht. Nee, gut, egal. Dann machen wir es doch so. Bitter. So, Terrahöhle. Da waren wir. Ah, jetzt ist meine Ausrüstungsstufe sogar ein bisschen hochgegangen. Wunderschön. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir das mal an. Die Terrahöhle. Ich bin begeistert. Ist wahrscheinlich dann der Abschluss dieser Questline, dieser Terra-Questline sozusagen. Und dann müssen wir wahrscheinlich Feuer, Wasser und was weiß ich noch machen. Keine Ahnung. Jetzt habe ich gar nicht den Text gelesen. Jo. Wird jetzt nicht so dramatisch wichtig gewesen sein. Zerschlag lieber die Vasen und hol irgendeinen supergeilen Loot raus. Ja, was natürlich wichtig ist. Ja, now it's covered in darkness. Something smells rotten in here. Ist das, dass wir. Let's move. Auch ein Shortcut wahrscheinlich. Richtung Ende vielleicht, keine Ahnung. Der Endboss ist hier ganz unten. Wir werden noch einen Fahrstuhl freischalten und können dann da hochbrettern oder sowas. Denke ich mal. Oder ich habe irgendeinen Hebel einfach nur übersehen. Jo, wie das da. Ist nicht wahr. Ah, okay, es scheint zu klemmen. Das wäre es jetzt gewesen, ey. So, normalerweise sollte das eigentlich schon relativ gut klappen. Wir sollten eigentlich gute Werte haben, sollten gut durch den Dungeon durchkommen. Denke ich mal. So, die roten Fähigkeiten hier, die kann ich doch blocken, oder? Manche konnte ich ja nicht blocken. Weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Da war ich jetzt vom letzten Boss ein bisschen irritiert, weil ich da irgendwie fast gar nichts mehr blocken konnte. Bei dem sind die Attacken, die einen roten Unterstrich haben, sind die nicht blockbar? Oder wird das ganz anders angezeigt? Ich bin mir da jetzt echt vollkommen unsicher. Muss ich gleich mal gucken. Der letzte Boss hat mich ein bisschen irritiert dahingehend. Die lilanen Sachen, klar, die kann ich hier mir einverleiben. Hier der Todesabt. Zeig mal, was du kannst. So, das hier zum Beispiel kann ich mir einverleiben. Genau, und dann fällt er einfach runter. Ist auch in Ordnung. So, Schattenzirkel. Oh. Ganz locker bleiben. So, mach mal irgendwas Sinnvolles. Das wir mal wieder testen. Also normale Attacke kann ich logischerweise blocken. Gar kein Problem. Ja, dann wird es wahrscheinlich hier. Und der Knochenstoß kann ich auch blocken. Nee, dann ist es eine andere Schrift, ne? Wenn ganz alles dunkelrot ist oder sowas. Das konnte man dann nicht blocken. Aber beim Boss war es komischerweise anders. Deswegen war ich auch irritiert. Keine Ahnung. Da kommt er angeflogen. Auch geil. Naja, egal. Das werde ich noch checken. Ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, das noch zu raffen. Oh, langsam. Ah, und genau, ich sollte natürlich auch meine Jobs mal durchwechseln. Gerade mein zweiter Job ist ja Stufe 30, ist natürlich Quatsch, ne? Ja, könnte ich natürlich auch jetzt machen, ne? Wäre auch mal so eine sinnvolle Idee. So, hier kann ich dodgen. Bin gerade ein bisschen irritiert, was ich da mache. Ah, genau, ich sterbe einfach. Auch cool, weil ich nicht aufpasse. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob ich nicht richtig drauf achte. Es Feedback, wenn man nah am Tod ist. Ich weiß nicht, ob man das in den Optionen einstellen kann, ob es da irgendwas gibt. Kann sein. Alle Kampfs. Ah, hier kann man das auch. Ah, das ist natürlich auch nur das aktuelle Kampfset. Das ist auch cool. Ausrüstung optimieren, dass man das noch ändern kann, was man da machen will. Weil das war ja jetzt gerade im letzten Part mein Problem, dass ich, wenn ich da Ausrüstung optimieren geklickt habe, dass dann alles optimiert wurde und das ist natürlich dann teilweise auch nervig. Und da kann man dann einstellen, zum Beispiel nur das aktuelle Kampfset und dann muss man halt alle Verbündeten durchgehen. Das wird Richtung Endgame dann wichtig. Grundlegende Einstellungen, weiß ich nicht, ob es da sowas gibt. Keine Ahnung. Visuelle Effekte.
Ne, ich denke mal nicht. Ich denke, das wäre auch erwähnt worden oder sowas. Ja, keine Ahnung. Sorry, bin ich ein bisschen verpeilt. Oder muss einfach drauf achten. Ich finde es nicht ganz glücklich gelöst. So, hier haben wir auf jeden Fall etliche Jobpunkte, die wir noch einlösen könnten. Was natürlich auch wieder Affinitäten und Stärke und so weiter geben würde. Hätte ich auch beim letzten Bosskampf schon nutzen können. Gott, bin ich clever. So, hier weiser Affinität zum Beispiel. Zugefügter Schaden. Ultima. Das ist natürlich noch eventuell ein interessanter Zauber. Müssen wir gleich mal gucken. Rotmagier haben wir zwei neue Punkte. Mache ich mal das hier rein und das war's. Dann beim Ritter geht nochmal ein bisschen was. Können wir auch hier eine Kombo-Fertigkeitseffekt reinbringen. Bringt Gegner zum Wanken mit dem Schwert. Auch nicht schlecht. Hätte auch schon geholfen. So, hier erhöht kritischen Schaden. Als Duellant. Da haben wir hier noch was Schönes. Eine Faustfertigkeit. Auch in Ordnung. Und dann haben wir hier Schwertkämpfer. Den können wir komplett aufleveln. Mit zugefügtem Schlitzschaden. Traumhaft. Ich bin begeistert. Kampfeinstellungen. So, Weiser spielen wir weiter. Und dann werden wir hier hingehen und Gladiator wechseln. Ich mache mal gerade den hier. Jo, da hat er wieder was Neues. So, Gladiator wechseln zu... Was wollen wir mal hochleveln? Oder was soll so mitleveln? Wie auch immer. Krieger, oder? Krieger ist cool. Ein flößender Schrei aus, der Gegnern in der Nähe Schaden zufügt und deine LP-Leiste über eine bestimmte Zeitspanne allmählich wieder auffüllt. Das mit Regenerar und so. Jo, komm, machen wir mal. Jo, Krieger, Kriegsschrei. Yeah. Was wollten wir? Nee, das hier natürlich. Kriegsschrei. Yeah. Machen wir mal. Müssten jetzt auch irgendwelche... Ah, jetzt sieht man es auch mit der Gesundheitsregenerierung. Die ist nicht schlecht, wenn da Regenerer noch drauf wäre. Das ist schon heftig dann schon. Würde ich sagen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier so drin habe. Aber es sieht gut aus. Hilft er den anderen auch? Was ist das hier? Oh, ein bisschen Loot oder so. So, den können wir noch fertig machen. So, alles klar, da gehen wir mal weiter. Da brettert er. Sehr schön. Ja, sind wir ja wieder wirklich richtig weit gekommen heute. Oder? Da rechts hat irgendwas geflimmert. Da könnte was Interessantes sein, wer weiß. Autsch, das ist gar nicht cool. Ich habe mich eigentlich geheilt. Ich sollte mich eigentlich heilen. Hallo. Ja, ich bin natürlich jetzt hier in die Falle wieder vollkommen reingelaufen, sozusagen. Ah, und der Magier von hinten schießt auch, habe ich gerade gesehen. Das ist natürlich uncool. Hier war der Schlitzeffekt, also dieser Magier hier. Genau. Da laufe ich doch direkt mal hin, wenn der so rumnervt. Geh mal hier auf meinen Heiler. Mache hier gar nichts. Okay, auch in Ordnung. So, das können wir absnacken. Sehr geil. Und jetzt können wir hier ein bisschen Gas geben, würde ich sagen. So, erster Finisher. Wieder Magie-Wiederherstellung. Traumhaft. Oh, und das war dieser unblockbare Angriff. Da haben wir es kurz gesehen. Auch wenn ich es auch wieder mal vercheckt habe. So, und jetzt könnten wir hier natürlich auf Regenerer gehen. Dann könnte ich die Truppe da richtig reinschicken, mal ordentlich. Hier vorne. So, macht was. Neon on check. Silber. Sophia, wie auch immer. Genau, sehr schön. Oh, der Sprungangriff ist schon heftig, ne? Was Sophia da kann. Das haut schon ordentlich rein. Ich wollte das eigentlich absnacken und irgendwie hat er mich nochmal erwischt. Traumhaft. Dass ich heute so Probleme mit dem Anvisieren habe. Was mache ich denn heute falsch? Irgendwas mache ich falsch. Die Ausrüstungsstufe bringt uns leider nicht so krass weiter. Ich gehe mal hier auf den Krieger. Kann leider meinen Kriegsschrei nicht machen. Da müsste ich natürlich auch mal ordentliches Fertigkeiten und so auswählen. Jetzt bin ich über eine Falle drüber gelaufen. Auch interessant. Hier ein schöner Finisher. Dann können wir eventuell den Kriegsschrei machen. Ah, da ist wieder eine Falle. Seht ihr das in den Wänden? Da sieht man das schön. Ja, geht aber klar. Also Einzelziele gehen auf jeden Fall klar. Hier kriegen wir wahrscheinlich ein bisschen Loot oder so. Genau, auf der anderen Seite auch. Oder hier, jo. Sehr schön. Bisschen Kleinkram. Wo geht's hier noch entlang?
Klar, hier vorne dann den Weg runter noch. Da ist, glaube ich, auch ein Druckschalter. Da kann ich, denke ich, mal nichts machen. Ja, laufen wir einfach mal hier runter. Wird schon Pi mal Daumen stimmen. Sekundäre Wege interessieren mich wieder nur sekundär. Alter. So, und da unten, na, das scheint hier ein sekundärer Weg zu sein. Hier, Kriegsschrei. Hält das alle? Ne, nur mich selbst, ne? Ja. Okay. Ja, ich heile mich trotzdem mal hoch. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Oh, nein. Weil jetzt merkt man halt schon, dass man sich nicht mehr so schön überleveln kann, sozusagen. Und man wird fertig gemacht von irgendwelchen blöden Rittern. So, hier den da und fertig machen. Und hier ist doch mein visuelles Feedback. Es kommt einfach nur ein bisschen spät, ne? Und ich sterbe trotzdem. Traumhaft. Alter. Oh mein Gott. Alter, bin ich kacke? Macht aber Laune. So, was haben wir hier? Weiser und Kriegsritter. Oh Gott. Oder Krieger natürlich. So, vielleicht sollte ich doch wieder ein bisschen konzentrierter hier an der Stelle spielen. Also ganz leicht ist der ganze Krempel nicht. Ach stimmt, wir haben noch den neuen Zauber. Und zwar hier, was haben wir hier? Jetzt kann ich hier durchswitchen und kann Ultima zünden, oder? Kann ich das? Kann ich nicht. Weil? Weil, ne? Ne, weiß ich echt nicht. Warum nicht? Ich habe doch Ultima geskillt, oder habe ich es nicht geskillt? Warum kann ich das jetzt nicht? Hier, Ultima. Braucht man dann noch mehr Magie? Kann das sein? Krass. Dann werde ich mir es gleich mal angucken. So, laufen wir mal weiter. Ja, super. Da mache ich da so Folgen mit hier Ausrüstung optimieren oder sowas. Und dann scheitere ich nur noch. Ist auch geil. So, Fall rund. Oh, was ist denn das da unten? Ah, das könnte auch wieder so eine Farmstelle sein oder so. So, hier sind keine Gegner. Soll ich hier einfach mal durchlaufen? Ja, ich laufe einfach mal durch. Das ist mir jetzt zu doof, da ewig da rumzumachen. Sehr schön, da haben wir noch eine Fähigkeit abgesnackt. So, kommt mit, meine Freunde. Lauf durch die Fallen durch. Interessiert uns alles gar nicht. Hier gibt es den Weg noch runter, den wir uns reinziehen konnten oder runterspringen konnten. Und dann laufe ich durch Fallen durch. Traumhaft. Und jetzt bin ich hier natürlich wieder relativ allein auf weiter Flur, aber ich glaube, da ist schon jemand. So, wunderbar. Finishen. Ja, muss ich mal gleich mal mit Ultima reinziehen. Wahrscheinlich brauche ich da 6 Magie oder sowas, was ich ja gleich habe, ne? Könnte Ultima natürlich auch mega krass sein. Oh, die Fallen nerven richtig rum. Muss ich natürlich mal ein bisschen auf den Boden achten und so. Da ist noch so ein Gegner. Da ist auch noch was zu looten. Hat er mich weggerammt. Jo, ich heil mich mal. Ja, jetzt muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren. Ja klar, hier ist irgendwo die Fall. Ah, da ist die Fall. Aber hä, wo konnte ich das jetzt sehen? Gar nicht, oder was? Ich muss es einfach wissen. An den Blutspritzern oder was kann man das dann erkennen? Keine Ahnung. So, Ultima ziehen wir uns gleich mal rein. Wenn ich mal genügend Magie habe. Ja, man kann es nur an den Blutspritzern erkennen. Und ja klar, an den Wänden auch. An den Schaltern hier. Nee, aber solche Schalter? Auch nicht. Wie war der andere Schalter? Wie sah das aus? Oh. Heldenmausoleum. Jo, alles klar. Ich mach mal den hier. Vitra für alle. Traumhaft. Geht mal drauf, Jungs. Oh, jetzt ruft er alle Wölfe herbei. Das ist nicht so geil. Da muss man ihn direkt mal bändigen, würde ich sagen. Ach, sehr schöner Haltungsschaden. Ah, da hinten ist so ein Schwarzteil da, was wir eventuell wegkriegen könnten. Da würden vielleicht auch manche Gegner hier verschwinden. Würde ich gern machen. Ah, hier könnten wir eventuell finishen. Nein, warum nicht? Ah, oh, der ist wieder aufgestanden. So, Moment, dann machen wir es so. Laufen direkt hier hin. Genau, das Ding spuckt nämlich weiter Gegner aus. Und das wollen wir natürlich nicht. Und mal gucken, was jetzt an Gegnern hier generell verschwindet, weil das Teil hier weg ist. Mal Glück haben, alles.
Nein. Manche Standardgegner, die hier rumgelaufen sind, natürlich nicht. So, mein Leben ist noch in Ordnung. Und jetzt halt noch Morbol. Jawohl, sehr schönen Haltungs- und Willensschaden. Und da ist er auch gleich fertig, denke ich. So ist es. Anima-Splitter, auch nett. Den holen wir doch mit. Ja, ein bisschen Kleinkram. Leider nichts, was mich jetzt krass nach vorne bringt. Hier könnten wir was zerschlagen, nehme ich mal an. Oh, da hat die Wand Lebensenergie. Da macht man gar nichts mehr. Traumhaft. Und netten Kram, aber auch nichts, was mich groß nach vorne bringt. Okay. Habe ich irgendeinen Speicherpunkt übersehen? Kann das sein? Wenn ich schon hier im Heldendingens lande und dann hier irgendwie nichts ist. Da vorne vielleicht, hier, irgendwo. Speicherpunkt. Ah, da. Da haben wir doch einen. Ja, wunderschön. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich bin froh, dass wir ein bisschen vorangekommen sind. Ja, ist ein bisschen schwieriger geworden, aber durchaus machbar. Ja, und das werden wir dann auch bald weiter bewerkstelligen. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.